Moin zusammen. So, weiter geht's. Ja, Winterheim wird wohl evakuiert werden. Ich werde auch mal Gebäude, die ich nicht mehr brauche, abreißen. Sanitätsstation hier hinten zum Beispiel. Dann, achso, das Rohstoffdepot. Rohstoffdepot, okay. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwelche Hütten habe, die gegebenenfalls kühl sind. Das hier hinten kann auch abgebaut werden. 504 Leute, das heißt, ich brauche 51 Häuser. Ja, es müsste irgendwie auch so eine Anzeige geben. Nee. Wo einem die Häuser angezeigt werden. Es wird kälter. Cool, hätte ich nämlich Bock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Häuser hier irgendwie in den Kreis noch mitzuziehen. Beziehungsweise auszubauen. Ja, als ob es nicht schon schwer genug wäre, wird es jetzt natürlich noch kälter. Okay, durchfrorener Wald, Holz, sehr cool. Und das war's. Letzte Expedition kommt nach Hause. Ich darf schon meinen Außenposten-Teamspieler nicht vergessen. Kapazität fast erreicht. Oh, Moment, ich habe vergessen, glaube ich. Ich darf wieder, ne? Na, komm. Nee. Wie lange noch? 3, 2, 1. Los! Hoffnung steigt gleich an. Begrenzter Platz. Ja, es gibt schlechte Neuigkeiten bezüglich des Landdreadnoughts. Der Platz an Bord ist begrenzt. Wir können und sollten zusätzliche Kabinen bauen, doch wir werden nicht alle in Winterheim retten können. Die Gerüchte über den geplanten Platz verbreiten sich bereits in der Stadt. Die Einwohner sind angespannt und besorgt. Hoffnung sinkt, Unzufriedenheit steigt. Könnte auch mal abbauen. Das Dorf hier hinten baue ich ab. So, nach und nach alle Zelte wegnehmen. Dann kann der Generator nämlich runtergefahren werden. Ich habe nämlich immer noch genug Platz. Könnte ich tatsächlich. Warte mal, hatte ich das erforscht mit dem Hausbauplan da? Nee. Wir werden an Bord kommen, so oder so. Sicher wird man die Ingenieure an Bord am dringendsten benötigen. Ja, das finde ich unrecht. Holz ist voll. So, Hausentwurf. Mache ich das? Oder mache ich das nicht? Doch, ich mache das. Dann baue ich in den inneren Kreisen die Häuser aus. Na, wandle weitere Decks um. 5 Stück.
Schiffsentwurf erforscht. Sehr cool. Rohstoffe. Einspritzventile für Kohlegenerator. Ne. Heizung. Generator. Reichweite. Ich nehme mal die Notfallreparatur hier. Oder? Die Automaten arbeiten. Effizienter. Nee. Ich nehme die Notfallreparatur. Und Hausbau. Pass auf. Häuser. Keine Arbeitslose. Obdachlos. Okay. Keine Obdachlos. Immer noch nicht. Das ist gut. Dann würde ich das Zelt hier mal wegnehmen. Das ist nämlich auch echt blöd an der Stelle. Machen wir erstmal. Optional, schicke Einwohner, 500. Ja, die möchte ich auch wirklich alle wegschicken. Schicke Essensration. Das Schöne ist ja, je mehr ich wegschicke, desto weniger Essen muss ich ja auch irgendwie produzieren. 18 Uhr. Auf jeden Fall mit Essen bleibe ich erstmal noch, dass ich 1000 Essen, möglichst viel Stahl, Dampfkern und so weiter hinschicke. Cool, ist echt, echt gut momentan. So, und als nächstes gehen hier hinten Dampfsägewerk. Werden die Zelte hier abgebaut. Dann können die nämlich in wärmere Hütten umziehen, wenn die dann gleich... Guck mal, jetzt haben wir zwei obdachlos. Es werden gebaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Nee, 7 Häuser. Gut, eins ist gleich fertig. Keine mehr obdachlos. Die Ingenieure müssen echt bis zum Schluss bleiben und den Kram hier am Laufen halten. Geht etwa 6 Tage. Kann sich Speergruppe, Signalstation, nee, ist ja, es gibt nichts mehr. Die werden dann auch aufgelöst. Können stattdessen etwa 11 Stunden, 17 Stunden hier mal mithelfen. Guck mal, geht das alles ein bisschen flotter. So, dann werde ich mal weitere Zelte abbauen. Wird abgebaut. Wird auch abgebaut. Was ist das da? Ein Sägewerk. Das Sägewerk kann jetzt auch abgebaut werden. Dampfsägewerk ist kalt. Oh, den habe ich vergessen hier hinten. Den schmeiße ich doch mal wieder an hier unten. So, zwei wieder obdachlos. Okay. Muss ich jetzt noch ein Haus bauen? Was habt ihr hier unten vor? Blinde Passagiere. Sir, wir haben blinde Passagiere im Evakuierungszentrum entdeckt. Einige Einwohner haben solche Angst, dass sie nicht warten wollen, bis sie an der Reihe sind. Sie wollen auf eine eigene Faust zum Landtracknaut aufbrechen, weshalb sie Vorräte stehlen
oder sich in den Transportern verstecken. Geben wir den keinen Einhalt, werden wir die Evakuierung nicht geordnet durchführen können. Die Wachen reinschicken. Zufriedenheit steigt an, Hoffnung sinkt. Sonst müsste ich hier nochmal wieder das ein oder andere Häuschen bauen, aber nicht so, wie diese Kackstraße hier gesetzt wurde. Haus. Eins. So, das ist erster Kreis, zweiter Kreis. Das ist doch auch alles Kacke hier. Baracke, Baracken. Ich werde die beiden Baracken wegnehmen. Das hier alles ein bisschen enger machen. Okay, bauen. Zweck. Öffentliche Buße. Neue Fähigkeit. Glaubenshüter. Jeder Einsatz steigert die Hoffnung und mindert die Unzufriedenheit. Kann Verletzung verursachen. Nehme ich. So, wo war das? Das muss noch. So. Die Hoffnung steigt bei Zeremoniebeginn, die Unzufriedenheit sinkt. Das kann zu Verletzungen kommen. Machen wir trotzdem. Und ich bräuchte nochmal ein Haus der Heilung. So, den Generator lasse ich an hier oben. Kommt das Haus der Heilung damit rein? Hacken. Ist relativ erträglich. So, Jungs, dann baut mal. Es wird kälter. Dann fahren wir den Generator eine Stufe hoch, ne? Erstmal. Oh, Bohrer ist eiskalt. Etwa 4 Tage die Kohle. Zug ist gleich da. 15 Kranke. Kann alle mal da rein. Holz ist voll, Stahl ist voll. Weiter bauen. Straßen weg. Ups. Straße abbauen. Das bauen. Ups. Einwohner, Haus. Machen wir 3 Häuser. Alles im dritten Kreis ist gut ausgebaut. Abbau, 19 Stahl, okay. Erziehungspunkt in einen neuen Transport fertig zu machen. Dauert aber 3 Minuten nur noch. Ach geil. Cool. So, pass auf. Holz habe ich echt viel. Kalt, mittleres Risiko zu erkranken. Die nächste Forschung wird. Werden die Arbeitsplätze sein. Dampfsägewerk, da oben ist es nämlich echt knackig kalt gerade. Sonst baue ich die ab, die auch. So, raus da, raus da. Treibhaus, es ist kühl. Speisehaus. Das sieht doch gut aus hier in der Mitte. Mm-hmm.
Holz habe ich ja gerade. So, da ist egal mit Kälte. 0 von 10. Guck mal, so weit kann ich eigentlich mal wieder abbauen. Auch so einen Kohlegenerator könnte ich mal wieder abbauen. Ich habe weder die Leute noch die Lagerkapazität oder den Bedarf, sag ich mal. Okay, Essen auf jeden Fall Maximum. Stahl Maximum. Holz reicht, glaube ich, wenn ja, die beiden arbeiten noch. Ich werde wieder Kinder nach Hause schicken. Rohnahrung. So, dann habe ich 40 Leute. Haus der Heilung lasse ich. Was ist das? Glaubenshüter. So, pass mal auf. Und die hier werden auch alle nach drüben geschickt. So, Maximum an... Ups, wo war ich denn da? Einwohner. So, 50 Einwohner. Kabinen. Ich brauche wie viel Stahl? 700. Kabinendeck. So, und pass mal auf. Alle weiteren Dampfkerne gehen auch mit. Fast alles an Stahl geht mit. Essen. Kohle Max schicken. Gut. Okay, Holz brauche ich da anscheinend nicht mehr in den. Also ich dachte, ich muss da vielleicht Holz noch hinschicken. Noch 3 Tage die Kohle in dem Zustand. Notfallreparatur erforscht. Okay, ich muss jetzt noch mal alle meine... So, den machen wir nämlich mal auf Stahl. Stahl, Essensvorräte. Kohle, Stahl mache ich hier einmal auf Holz. Essensvorräte, Rohnahrung. Ja, guck mal, so kann das bleiben. Was hatte ich erforscht? Notfallreparatur. 80... Eisen. Nahrung, Gesundheit. Treibhaus, Wärmedämmung, Hausentwurf, Häuserwärmedämmung. 80 Eisen und ich habe 59. So, mache ich erstmal das fortschrittliche Stahlwerk. Kann der Automat da gleich dran arbeiten. Trennungsschmerz. So, mein einziger Sohn wurde zum Landtrack-Mount geschickt. Könnte ich beim nächsten Transport mitfahren, um bei ihm zu sein? Seine Mutter ist gestorben, als unser Haus abgebrannt ist. Er hat niemanden außer mir und ich fürchte, dass er alleine nicht überlebt. Sie müssen beim nächsten Transport einen Arbeiter schicken. Ja. Okay, jetzt geht das wieder los. Ja, wenn der darf, will ich aber auch. Hoffnung steigt, Unzufriedenheit sinkt. So. Heizung. Notfallreparatur 2. Verdoppelt die Auswirkungen der Notfallreparatur. Was hatte ich denn eben erforscht?
fortschrittliches Stahlwerk, siehst du. So, Effizienz der Automaten. Mit Glück kriege ich das auch noch fertig. Abbauen. Abbauen. Habe ich überhaupt noch Arbeiter in den Sammelstellen? Ja, ein paar, aber nicht mehr viele. Warm, da ist kalt. Da geht's. Kann man das Haus der Heilung noch mal beschleunigen? Etwa 12 Stunden. Keine im Pflegeheim. Ups. 5 Stunden. Cool, die sind auch bald alle wieder heil. Fortschrittliches Stahlwerk. So. Das ist eigentlich wurscht, wo ich das hinsetze. Baue ich trotzdem dahin. Was haben die denn jetzt schon wieder? Wehrt euch nicht, der Schmerz wird euch reinigen. Seht, wie sie sich krümmen, wenn das Böse sie verlässt. Das tut weh, nicht wahr? Ich weiß, dass es weh tut und das soll es auch. Das wird euch alle Sündhaftigkeit austreiben. Abschauen. Okay. Dann würde ich meinen inneren Ring hier weiter ausbauen wollen. So, da habe ich noch ein paar Baracken. 1, 2, 3, vierter Kreis. So, das Zelt kommt weg. Das kommt weg. Keine Arbeits-, Obdachlosen meine ich. 0 von 10, 0 von 10, ja, umso besser. Speisehaus ist kühl. Speisehaus ist kühl. Cool, damit habe ich, denke ich mal, alle Zelte. 0 von 10. Ja, Tatsache. Brauche ich auch den vierten Ring nicht mehr ausforschen. Reiße ich alle Zelte ab. Da muss noch ein Zelt. Und jetzt sind zwei obdachlos. Ich werde wahnsinnig. Alles klar. So, innerhalb der ersten drei Ringe will ich alle Häuser haben. So, dann lasse ich den Dampfkern an. Zwei sind obdachlos. Dann muss ich noch ein Haus bauen und alle weiteren Häuser werden ausgebaut. ...172 obdachlos. Schließen, bauen, Haus. So Leute, dann haut mal ordentlich rein. Ups. Der Generator fällt wieder aus. Sir, der Generator ist wieder ausgefallen und die Belastung steigt. Die Leute sind starr vor Angst und glauben, dass ihr schlimmster Albtraum im Begriff ist, wahr zu werden. Die Schäden sind schlimmer als zuvor und die Reparaturen werden länger dauern. Unsere Ingenieure arbeiten an einer Übergangslösung, aber die Reparaturstation ist unterbesetzt und es wird eine Weile dauern, auch wenn wir mehr Ingenieure einsetzen. Die Hoffnung sinkt erheblich. Du musst den Generator reparieren, bevor er durch die steigende Belastung explodiert. Gut, Pause. So, dann setze ich da wieder alle Ingenieure rein, die ich kann. Ist die Stahlmine schon ausgebaut? Yes, und der Automat arbeitet da drin, das ist cool. Zip. So, und noch 8. 5. 8. Dauert 22 Stunden. Fehlfunktion.
brauche. So, wie kann ich diese Notfallreparatur, da habe ich dir noch nicht erforscht. Erlaubt es uns, Generatorreparaturen mit Holz und Stahl 10% zu verringern. Ach, da oben, 50 Stahl. Eingliederung von Automatoren. Notfallreparatur, 80 Stahl, okay. Ja, zum Glück kommen hier gleich nochmal 200. Verängstigte Familie. Sir, eine Familie mit Kindern ist auf dem Weg zum Evakuierungszentrum, um auf eigene Faust zum Landdreadnought zu reisen. Vater, ich habe Angst. Ich will nicht weg, weint eines der Kinder. Sch, Liebes, sei tapfer. Wir werden in Sicherheit sein, wenn wir es zum Landdreadnought schaffen, bevor alle Kabinen besetzt sind. Zwei Arbeiter und zwei Kinder werden die Stadt verlassen, um zum Landdreadnought zu gehen. Unzufriedenheit wird erheblich steigen. Unzufriedenheit ist zu hoch oder Hoffnung zu niedrig. Hoffnung sinkt. Zufriedenheit wird erheblich steigen. Ja, kann ich aber verkraften. Und Holz brauche ich echt fast gar nicht mehr. Macht jemand obdachlos? Nee. So, damit brauche ich, glaube ich, keine Häuser mehr, ne? Nee. Stahl ist voll. Pause. Rohnahrung. Oha, warte mal. So. Essensration, Kohle. Holz. Ja, blöd. Einmal auf Stahl ändern. Oha, es wird frisch langsam. Noch? Oha, hilft mir erst. Was ist das dahinter? Da ist noch ein Zelt. Ja, raus da, Leute. Umziehen. Ein richtiges Haus. Wird an dieser Sammelstelle noch? Ja, wird gearbeitet. Muckelig. Da ist es kalt. Dann schicke ich hier den. Ja. Den Automaten rein. Kalt, mittleres Risiko, krank zu werden. So, Leute, pass mal auf. Aus. An. Geht jetzt erstmal alle nach Hause. Heute wird nicht gearbeitet, bis der Generator heil ist und das hier ein bisschen wärmer wieder ist. So, wo wird noch gearbeitet? Oh, hier die ganzen Sammelstellen. Habe ich keine Lust, dass jetzt hier alle krank werden. So, dann arbeiten da nur noch die beiden Automaten. Die können raus. So, das sind die Jagdhütten. Da oben ist kalt. Machen wir hier auch erstmal aus. Geht alle nach Hause. Da ist es zwar kühl, aber das Risiko ist geringer, dass man krank wird. So, erstmal. Nahrungsmittel, Gesundheit. Haus der Heilung passt da leider nicht mehr rein. Schade. Ich gegebenenfalls noch ein zweites von haben wollen. Speisehaus. Arbeitet nicht trotz
Fährmann. Holz, 50 Stahl. Oh, komm schon. Forschung. Notfallreparatur 2. Ja, dringend. Wärmezonen werden 10% kleiner. Einer unserer Leute ist schwach und krank, Diagnose Frostbeulen. Wenn wir in weiterhin derartiger Kälte arbeiten müssen, war das nicht der letzte Fall, ja. Wärmezonen sind kleiner. Ich muss jetzt erstmal wieder hochfahren hier. So, den Kollegen können wir abbauen. Und frisst er keine Kohle? Und hält uns wärmer. So, die beiden Dampfzentren bleiben. Der kann wieder aus, die können wieder aus. Muss ich hier so ein bisschen gucken. Heilung kühl. Dampfstufe 4 ist nicht erforscht, aber so viel Kohle habe ich dann auch nicht mehr. Hält noch etwa 3 Tage. So, wollte ich jetzt ein Lager mit Stahl. Sammelstellen, Wärmedämmung mache ich gleich. Ein neues Gesetz. Feldküchen. Temperatur von Arbeitsplätzen in der Nähe um eine Stufe. Muss 2 Feldküchen bauen. Genau, Pause. Feldküche. Wie groß? Oh, relativ klein. Das ist cool. Mal, dann reiß ich die mal weg. Und die hier weg. Und dann kommen da 2 Feldküchen rein. Die kann, glaube ich, auch weg. So, und hier oben kann ich schon mal eine bauen. Sind aber echt klein, die Dinger. 1. So, die haben direkt den Dampfgenerator dran. Forschen, Technologie, Generator, Reichweite, wird aber auch der Kohleverbrauch enorm steigen. So, Häuserwärmedämmung, nein, Speisehaus, Gesundheitswärmedämmung, Rohstoffe, so, Sammelstellenwärmedämmung. Steigt um eine Wärmestufe. Und wie sieht es hier eigentlich aus? Guck mal, den habe ich nämlich völlig vergessen. Einwohner! Wie viele muss ich schicken? 3 Decks, so, Kabinen. Alles an Stahl, kann ich nicht mehr. Bauen, Rohstoffe, fortschrittliches Stahlwerk. Muss ich dringend haben. Mein Kohle. Automat. Überlege ich gerade, ob ich den dann in das Stahlwerk schicke. So, Vorräte. Maximum. Ein bisschen reduzieren. So, Kohle. Maximum. Ein bisschen reduzieren. Kabinen, ja, Stahl, Maximum, Einwohner. So, bumm. Schicke beim nächsten Transport mindestens einen Arbeiter mit. So, wieder 50 Leute.
Ich muss jetzt echt zusehen, dass ich Stahl krieg. Vorräte Maximum. Kohle Maximum. Okay. Und los. Hoffnung steigt. Abendgebet. Gebetshaus. Glaubenshüter. Tempel. So. Wenn ich den demontiere, kriege ich noch einen Dampfkern. Ups. Wieder abgebaut, dann baue ich mir nämlich doch noch einen Automaten. Irgendwann mal. So. Bereite die Blockierung vor. Unfaire Behandlung. So, eine große Gruppe wütender Leute will die Stadt verlassen und auf eigene Faust zum Landtrecknort aufbrechen. Sie fühlen sich betrogen, da einige Einwohner Priorität bei der Aufnahme in die Evakuierungstransporte eingeräumt haben. Mit Gott spielen ist jetzt Schluss, schreit ein Arbeiter, während er seine vom Schmierfett beschmutzte Faust erhebt. Sie werden nicht länger darüber entscheiden, wer gerettet wird und wer nicht. Eine große Gruppe wird die Stadt verlassen. Die Unzufriedenheit steigt erheblich, die Hoffnung sinkt erheblich. Sie benutzt tödliche Gewalt, um sie aufzuhalten. Einwohner werden stark verletzt. Manche könnten sterben. Ja, mache ich. 13 schwerkrank. 4 und 4 sind gestorben. Haus der Heilung. So, das braucht noch wie lange? 11 Stunden. Etwa einen Tag. Stahlwerk. Fortschrittliches Stahlwerk. Okay, Stahl wird herangeschafft. Haus komfortabel. 19 Holz, 12 Stahl. Jetzt müsste ich eigentlich mal gucken. Einer. Null. Hier wohnt gar keiner mehr. In der Baracke. Auf jeden Fall noch ein Haus irgendwo wegreißen. Hütte für fliegende Jäger. Haus hat's komfortabel. Die können pausieren einmal kurz. Was ist das da? Sammelstelle, okay. Pause. Ach, guck mal, ich habe ja hier unten Feldküchen. Eins. Zwei. Baue ich da noch mal rein. Hier kommt einer zwischen. Müssen da eigentlich welche drin arbeiten? Ich hoffe ja nicht. Cool, guck mal. Das sieht doch cool aus. Warte mal, wo hatte ich denn jetzt so eine Feldküche? Hier oben irgendwo drin, ne? Feldküche, nee, da müssen Leute drin arbeiten. Verdammt. Cool, hält etwa 3 Tage in der Konfiguration. Haussanitätsstation. 19 Holz. Keine Ingenieure. Ich werde einmal kurz paar Ingenieure abziehen, um sie da reinzusetzen. Dampfsägewerk. 208. Oh, nein, nein, nein. Nicht abreißen. Das kann abgerissen werden.
Wärme stellen. Wärmedämmung. Transport bereit machen. 12 Stunden, 12,5 Stunden. Also um 16 Uhr irgendwas. So, langsam muss ich gucken. Wie ich meine Arbeiter verteile. Feldküchen gebaut, Hoffnung steigt. So. Bauen. Rein da. Das ist kalt. Aber die Dampfzentren fahren jetzt auch hoch. So, dass es wärmer wird. Gut, dann gehen erstmal alle anderen da rein. Den kann ich abreißen. Und nochmal 5 Ingenieure, die mir einen Automaten bauen. Sammelstellen Wärmedämmung ist erforscht. So, was brauche ich noch? Oh, sehr kalt. Dann guck mal da raus, Jungs. Da gehen 4 rein. Dann muss es hier auch wärmer werden gleich, oder? Der macht mal aus. Wird hier aufgefüllt. Ach nee, Quatsch, das waren ja die kalten Plätze. Da, warm machen. Speisehaus. Den lasse ich warm. Speisehaus. Speisehaus hat sogar komfortabel da oben. Könnt ihr mal anmachen? Forschen! Fortschrittliche Kohlemine. Ne, da brauche ich dann noch so ein Dings für. Kohlegeneratoren. Effizienteres Sammeln. Sammelstellen Wärmedämmung 2. Generator Leistung. Kohleverbrauch ist 4-mal so hoch. Industrie. So, ich mach nochmal die Automaten ein bisschen effizienter. So, bis der Konvoi gleich kommt. Ich kann ja schon mal gucken, was ich da mitschicke. Kabinen, alles an Stahl. Einwohner. Vorräte. 935. Kohle. Maximum. Essensration, ich schicke Einwohner 500, mit Kohle 554, cool, dann ist mit Kohle gleich voll.
ich Vorräte noch auffüllen. Und dann gucke ich mal, wie viel Stahl ich bis gleich noch ran geschafft habe. Ja. Die ziehe ich alle ab. Habe ich 40 Arbeitslose. Die gehen jetzt nochmal Kohle scheffeln, so viel wie möglich. Dann fülle ich die anderen Stationen auf hier. Noch 7 verfügbar. Suppenküche. Achso, guck mal, die fressen mir dann buchstäblich sogar noch das Essen weg. In 3 Stunden kommen da die Leute an. Was war hier schon wieder? Eine pragmatische Herangehensweise. Sir, einige Ingenieure sind hier, um mit Ihnen über die Evakuierung zu sprechen. Wir sind überzeugt, dass unsere Fähigkeiten für die Expedition unentbehrlich sind. Aber bisher wurden nur wenige von uns zum Landwerknord geschickt. Um unsere Chancen zu steigern, einen bewohnbaren Ort zu finden, sollten wir deshalb so schnell wie möglich evakuiert werden. Ich brauche euch hier. Leute, was denkt ihr euch denn? Nach Mitternacht gibt es hier nochmal so eine Prozession, oder wie das heißt. Einwohner 50. Gut, die beiden Werkstätten. Qualitätsstation würde ich eigentlich wieder abreißen wollen. Ja, dann kriege ich da noch ein bisschen Stahl wieder raus. Alle anderen gehen hier wieder rein. Was war das? Oh! Das war das. Automat ins Stahlwerk. Geil, Leute. Raus da. 12 Stahl, ein Dampfkern. Werkstatt demontieren. Sollte ich das tun? Ja oder nein? Ich weiß es noch nicht. Komm ich einen Dampfkern? Wenn ich da Dampfkerne noch brauchen sollte, ich meine mal, wie viel habe ich denn hingeschickt? Kabinen. 2 von 2. Ja, ich muss da einen Dampfkern. Ein Auto, neuer Automat wurde gebaut. Ja, der ist auch schon im Stahl am Wirken. Füll auf mit ganz viel. So, wann darf ich euch losschicken? 12 Minuten. Ich kann ihn schicken, so. Forschung, warte mal. Eingliederung von Automaten, 80 Stahl. Gott, das behalte ich noch hier. Alles andere an Stahl wird losgeschickt. Kohle ist Maximum. Nahrung. Brauche ich ein bisschen hier, Leute, ne? So, Einwohner. So, ich habe sehr viel Rohnahrung. Zehn, 20 Arbeiter, die gehen auch mit raus. 30 Stahl, den oben hatte ich ja abgerissen. Ne? Dampfsägewerk hat noch 187 Holz.
Das lasse ich erst noch mal stehen. Das wird abgebaut. Hoffnung steigt. 5 Ingenieure habe ich noch über. Feldküche, keine. Brauche ich da nicht. Sammelstelle. Hier brauche ich auch nur noch 5, glaube ich. Sammelstelle. Was ist das da? Sanitätsstation. So, ich habe noch Pause, ich weiß. Ich gucke nämlich gerade, wen ich schicken kann und wen nicht. So, 40, noch 10 Leute. Ja, Hütte, fliegende Jäger, zack. So, 39. Ich brauche so viel Stahl, ey. Essen reicht auf jeden Fall. Kohle hält auch noch. Stahl ist ausgegangen. Speisehaus. Ein Schrein. Guck mal, wenn ich den abbaue, kriege ich 8 Stahl wieder raus. Ich habe hier irgendwo noch einen. Da ist noch ein Schrein. Da, den lasse ich. Den lasse ich. Den lasse ich. Glaubenshüter. Nach Mitternacht. Das ist effektiver. Na, die Feldküche da oben war eigentlich. Ne, die lasse ich nochmal. Die unten bleibt auf jeden Fall, so wie die da. Nee, die kann weg. Ja, die kann wieder weg. Da oben ist eine Feldküche. Die kann weg. Die kann auch wieder weg. Die kann auch wieder weg. Gebetshaus. 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 Krieg ich denn da wieder? Das nehme ich da auch weg. Tempel bleibt natürlich. Hoffnung steigt und Zufriedenheit sinkt. 20 Essensrationen mache ich nicht. Das mache ich um Mitternacht. So, und dann haben wir noch 10 Leute, die irgendwie was machen könnten. Ist voll. Den baue ich auch ab. Stattdessen könnte ich noch eine Kohlemine bauen. Nee, lass mal. Das wird schon reichen. So, gleich kommt noch mal Stahl hinzu. Gleich ist es auch nach Mitternacht. Die Leute werden auch langsam wieder alle heil. So, nach Mitternacht. Ja, ich habe eh keine Unzufriedenheit gehabt. Wirtshaus, Speisehaus. Neues Gesetz. So, Zweck. Was gibt's denn da? Beschützer der
Wahrheit. Worte des Captains, Glaubenshüter Tempel. Jeder Einsatz verringert ihre Unzufriedenheit stark. Der Captain wird den Titel Beschützer der Wahrheit annehmen. Als einziger wird er uns sagen können, was richtig und was falsch ist und uns so in unserem Glauben anleiten. Mache ich mal auf religiösen Kollegen hier. Die Sanitätsstation kann weg. Was sagt die Zeit? Oh, wieder fast eine Stunde. Oha, okay, dann mache ich hier nochmal einen Cut. Gleich geht's weiter. Viel Spaß bei denen und ciao.